Night of the Virgin oder wie sie für viele YouTuber ist, jede Nacht. Aber lassen wir das. Night of the Virgin ist ein aktueller Film, den Pierrot Le Fou als Nummer 10 in der hauseigenen Uncut-Reihe veröffentlicht mit einem Cover-Artwork, das... Ich meine, ich kann mir schon irgendwann einmal vorstellen, mich selber auf einem Cover zu sehen, aber der schreit, glaube ich, sogar mich in Grund und Boden. Angst. Wobei ich trotzdem der Meinung bin, dass es in der Uncut-Reihe schon bessere Cover-Artworks gegeben hat. Alleine dieses großartige Cover zu The Editor, beziehungsweise sogar diese Photoshop-Partie zu Die Horde, die einzigen zwei aus der Reihe, die ich jetzt einfach einmal geholt habe zum Vergleich, gefallen mir persönlich besser. Was ich aber vor allem interessant finde, ist, dass diese Reihe von den Spines hier wirklich genial zusammenpasst. Vor allem eben, dass dieses Uncut-Logo hier oben immer wunderschön passt. Das Einzige, was mir allerdings jetzt bei Night of the Virgin das erste Mal wirklich aufgefallen ist, ist, dass dieser Banner nicht breit genug ist für diesen Spine und zum Beispiel hier rechts ungefähr 1,5 mm. Wenn ich da zum Beispiel einfach das nächste Mediabook dran halte, sieht man es besser oder so sieht man es noch besser, dass hier einfach nicht abgeschlossen wird, nicht bündig, und das finde ich sehr schade. Passiert allerdings bei den anderen Teilen aus der Reihe auch, somit dürfte es niemanden mehr besonders überraschen. Night of the Virgin auf jeden Fall mit naja Cover. Dafür habe ich allerdings schon gehört, dass hier eine Menge los sein soll in dem Film. Die Kommentare und die Antworten bzw. Reaktionen sind durchaus positiv. Ich hoffe, dass ich relativ bald die Zeit finde, mir den Film anzuschauen. Dann werde ich natürlich auch hier bei den Quickies drüber berichten. Eines der 3666 Mediabooks ist auf jeden Fall jetzt schon bei mir. Muss allerdings leider sagen, nicht eines von denen mit dem signierten Poster drinnen. Denn Pierrot Le Fou hat bei diesem Titel wieder ein Poster beigelegt. Es ist kein doppelseitig bedrucktes Poster, sondern nur eine Seite. Dafür bekommen wir hier eines der bekannten Motive zu dem Film, das als Cover-Artwork sich ehrlich gesagt ebenfalls nicht so schlecht gemacht hätte. Das vor allem auch irgendwie interessanter aussieht als das, was sie dann letzten Endes verwendet haben für den Film. Außerdem wurde uns auf dem Backcover jetzt noch relativ großspurig ein Horror-Gimmick versprochen, ein Horror-Fun-Gimmick. Und dabei handelt es sich um eine Kotztüte. Um eine quasi Werbekotztüte, wobei ich jetzt echt sagen muss, ich meine, ja, Gimmick, ja, Horror, ja, Fun? Ich glaube, der einzige Mensch auf diesem gesamten Planeten, der eine Kotztüte als Fun-Gimmick bezeichnen wird, ist Lucifer Valentine. Und je weniger wir daran denken, desto besser. Auf jeden Fall finden wir auf der linken Seite im Mediabook dann die Blu-ray mit Kaki und Lucky drauf. Außerdem dann auf der rechten Seite natürlich die DVD, Bonus-DVD mit, also wenn das Kaki ist, ist das Lucky. Außerdem dann hier noch die Film-DVD, recht schön eigentlich gemacht mit diesen stilisierten Teilen drauf. Und hier irgendwie auch ein interessantes Artwork. Ich meine, das Einzige, was ich einmal relativ seltsam finde, ist, dass wir auf der linken und auf der rechten Seite komplett verschiedene Artworks haben, wobei die Grenze von diesem Artwork auf der rechten Seite nicht genau in der Mitte ist, sondern dieses rechte Bild hier noch wesentlich weiter geht und ungefähr einen halben Zentimeter in die linke Seite von diesem Innenartwork hineinschaut, was jetzt nicht unbedingt ganz makelloses Design ist. Außerdem ist dieser Comic-Look hier im Inneren doch etwas spannend. Ich meine, ich finde, dieses Comic-Szenario auf der rechten Seite zumindest noch wesentlich spannender als das auf der linken Seite, weil, ganz ehrlich, es sind drei Bilder, wo jemand schreit, und bei einem von diesen drei Bildern erkennt man nicht mehr, dass er schreit, weil dieser Knopf im Weg ist. Also da muss ich echt sagen, also da hat sich der Designer von Pierrot Le Fou nicht
wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht. Das ist jetzt echt, muss ich sagen, definitiv nicht mein personal favorite Design aus der Pirolefu Uncut-Reihe. Aber wir können dann einmal ins Booklet schauen und muss sagen, dieses Front-Artwork da vom Booklet, das gefällt mir schon einmal wirklich gut. Das ist auch sehr geil. Ja, taugt mir auch. Außerdem, hier im Booklet etwas Text, einige Szenenbilder, das Ganze finde ich aber relativ cool aufbereitet, vor allem schön abwechslungsreich, wenngleich sich da ein Bild aus dem Innendesign wiederholt. Aber ich meine, wir wollen jetzt nicht zu gemein sein, wenn das einmal passiert, ist es durchaus okay. Ein paar weitere Bilder und ein Interview aus dem Deadline-Magazin runden das ganze Booklet ab. Das ist wirklich abwechslungsreich und schön gestaltet. Im Endeffekt hat man sich bei Pirolefu wirklich viele Gedanken wieder mal gemacht, wie man aus diesem Mediabook was Besonderes macht. Immerhin gibt es ein Poster dazu, gibt es eine Kotztüte dazu, gibt es ein Booklet dazu. Das ist ein fettes Teil. Trotzdem bin ich der Meinung, dass man sich beim Design teilweise noch etwas mehr Mühe geben hätte können. Dafür allerdings freue ich persönlich mich einfach nur darüber, dass diese Reihe wirklich mittlerweile schon in die 10. Runde gegangen ist, hätte ich damals fast schon nicht mehr geglaubt, weil es hat ja relativ lang keine neuen Releases aus dieser Uncut-Reihe gegeben. Aber jetzt geht's weiter. Nummer 11 ist mit The Wailing schon angekündigt. Von daher, bring it on!